Sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, jeder zweite Lehrer gibt an, durch das Studium nur unzureichend auf den Lehrerberuf vorbereitet worden zu sein. Über 20% berichten von einem Praxisschock am Anfang ihrer Laufbahn. Bildungsforscher wie Professor Köller jetzt hinhören von der Christian-Albrechts-Universität Kiel oder aber auch Professor Prenzl von der Universität in München haben in mehreren Studien deutlich gemacht, worauf es ankommt. Sie fordern die Rückkehr der Pädagogik in das Lehramt. Es ist ein Skandal, dass es Vorgängerregierungen nicht gelungen ist, unser Lehramt im Land neu aufzustellen. Die Wahrheit ist doch, dass das Lehramt schon 2008 zusammen mit dem Schulgesetz hätte reformiert werden müssen. Wer eine so unrühmliche und konzeptlose Vergangenheit beim Lehramt hat, wie vor allem die CDU-Opposition hier im Haus, sollte mit etwas mehr Demut in der Debatte auftreten. Es ist ein Erfolg, dass sich unsere Küstenkoalition traut, dieses dicke und dringend reformbedürftige Brett zu bohren. Wir Grüne haben als bislang einzige Fraktion immer wieder Gesetzentwürfe zum Lehramt vorgelegt. Unser Ziel ist ein stärkerer Praxisbezug in der Ausbildung und eine Ausbildung, die die Bedürfnisse der Schülerinnen in den Mittelpunkt rückt und nicht alte Schulstrukturen. Wir Grüne wollen die parlamentarische Anhörung dazu nutzen, in der Sache orientiert über ein besseres Lehramt zu diskutieren. Und für uns gibt es neben vielen anderen Aspekten vier Hauptpunkte, die für uns in der Fragestellung relevant sind. Das erste ist die Fächerstruktur. Es gibt nicht nur in Kiel, sondern an beiden Standorten gerade Aufregung um die zukünftige Fächerstruktur. Während in Kiel, das ist hinlänglich bekannt, die Universität befürchtet, dass durch den parallelen Aufbau von Naturwissenschaften an einem anderen Standort, dass sie dadurch geschwächt werden, gibt es in Flensburg vor allem Sorgen um das Fach Kunst, was dann nämlich abgebaut werden soll, beziehungsweise nur noch im Grundschullehramt verhaftet sein soll. Und gerade das zeigt auch schon, dass die Debatte ein bisschen bunter ist als die Fragestellung Kiel oder Flensburg. Es gibt in der Fächerstruktur an beiden Standorten Debatten und wir wollen mit den Hochschulen und auch mit externen Experten weiter diskutieren, welche Fächerstruktur für unsere Hochschulen, für das Lehramt insgesamt am besten ist. Das zweite Themenfeld, der Kollege Habersaat hat es angeschnitten, ist das Thema Bedarfsanalyse. Wir müssen die Bedarfe, wie sie beim Lehramt für unser Bundesland, aber auch darüber hinaus in Zukunft sein werden, genau analysieren und daraufhin dann auch die Frage der Fächerstruktur diskutieren. Auch wenn es aus unserer Sicht ein Satz noch unrealistisch ist, dies bis auf die letzte Lehrerstelle zu tun, müssen wir da ein bisschen weiter kommen, als wir zurzeit sind, zugegeben. Aber auch da bleibt Zeit in den Anhörungen bei diesem Gesetzentwurf noch etwas nachzulegen. Herr Abgeordneter, stellen Sie eine Zwischenfrage des Abgeordneten König. Ja. Bitte schön, Herr Abgeordneter. Habe ich Sie gerade richtig verstanden? Sie wollen jetzt die Reform anschieben, wissen aber gar nicht, welche Lehrer mit welchen Fächerkombinationen wir benötigen. Auch nicht so richtig. Sie haben mich falsch verstanden. Der dritte Punkt bei unseren Kriterien ist die Frage der Ausbildung für Mangelfächer in der Sekundarstufe 2. Der Gesetzentwurf formuliert auch jetzt schon eine Öffnung in dem Bereich. Ja. Es steht auch jetzt schon gerade für die Übergangsphase bis 2019 drin, dass weiter auch für die Sekundarstufe 1 Lehrkräfte ausgebildet werden sollen. Wir wollen gerne diskutieren, auch weil es in den Bildungswissenschaften da durchaus sehr kontroverse Meinungen dazu gibt, ob es sinnvoll sein kann, gerade in Mangelfächern auch nach wie vor Sekundarstufen 1 Lehrer auszubilden, ob das ein sinnvoller Weg sein kann. Diesen Aspekt wollen wir in der Anhörung als Grüne stark machen und ergebnisoffen diskutieren. Und der vierte Aspekt ist natürlich die Finanzierung. Wie könnte ich anders als hier zu stehen und nicht zur Finanzierung zu sagen? Mich stört bei der Finanzierung, dass jetzt einige Oppositionspolitiker unterschiedliche Mythen aufstellen und astronomische und zum Teil auch sehr interessensgeleitete Prognosen in den Raum werfen. Sie waren ja heute ein bisschen zurückhaltender. Herr Günther. Aber aus unserer Sicht ist das eben auch keine seriöse Grundlage. Ja, Sie fordern eine seriöse Grundlage ein. Es gibt Zahlen, allein durch den Umbau in Flensburg wird es schon auch dazu Gegenfinanzierung kommen. Wir werden gleichzeitig auch bei den Laboren noch mal weiter nachfragen, ganz klar. Aber was halt eben auch nicht geht, ist zu sagen, 7 Millionen, 50 Millionen, wer weiß, was dann morgen dabei rauskommt. So geht es halt eben auch nicht. Man muss, wer Seriosität einfordert, der muss sie auch selbst liefern. Und das haben Sie nicht getan. Wir wollen, für uns ist Lehramt auch kein Sparmodell. Ja? Für uns ist Lehramt kein Sparmodell. Wir müssen diskutieren, wie die Mittel am sinnvollsten an beiden Standorten eingesetzt werden können. Ganz klar, da sind wir noch nicht am Ende. Aber sich hier hinzustellen und nur mit der Kostenfrage zu kommen, das passt zu Ihrer alten Hochschulpolitik, ist aber auch nicht unser Ansatz.
Ein weiterer Punkt bei der Finanzierung ist auch das dringend benötigte Semesterticket. Das ist eine berechtigte Forderung von den Studierenden, die sagen, wenn wir mehr im Land unterwegs sein müssen, wenn wir auch Schulen besuchen müssen, die vielleicht nicht in Kiel oder in Flensburg liegen, dann müssen wir auch die Fahrtkosten erstattet bekommen. Diesen Punkt nehmen wir als Grüne sehr ernst und auch da ist der Knoten noch nicht durchgeschlagen. Aber auch da geht es nicht hier einfach darum, das Bildungsministerium in die Pflicht zu nehmen, sondern es geht auch darum, das Verkehrsministerium und die Landesverkehrsgesellschaft endlich dazu zu bewegen, vor allem die Landesverkehrsgesellschaft, hier nachzulegen. Ein Semesterticket, eine Lösung beim Semesterticket für die Praxisphase ist für uns ein Muss. Es bringt aus unserer Sicht niemanden etwas, wie die Opposition es betreibt, Schreckensgespenster an die Wand zu malen. Ja, es gibt gerade viele kolportierte Falschaussagen. Ja, ich nenne mal ein Beispiel. Es wird jetzt immer behauptet, dass die angeblich, nachdem die Lehrerausbildung für die Realschullehrer nach Flensburg gegangen ist, das habe ich mehrfach in der Zeitung gelesen, dass das zu einer Massenflucht geführt hätte und Studierende massenhaft in anderen Bundesländern gewandert sind. Das ist von unterschiedlichen Leuten kolportiert worden und es bleibt nicht richtig. Es ist nämlich falsch. Wir haben nämlich mal nachgefragt und das stimmt gar nicht. Die Studierendenzahl ist ungefähr gleich geblieben. Und deshalb ist dieses Argument, verbieten sich solche Argumente in dieser Debatte. So. Wir können sehr, sehr gut nachvollziehen, dass Hochschulen sich Gedanken darüber machen, wie man angesichts des demografischen Wandels an den Schulen überlebensfähig bleiben will beim Lehramt. Das ist ganz klar, da haben wir großen Respekt vor und diese Sorge nehmen wir sehr ernst. Wir haben allerdings kein Verständnis dafür, Angstmacherei zu betreiben und dass einige Akteure in dieser Debatte so tun würden, als würden wir Studiengänge in Kiel schließen. Das ist nämlich nicht der Fall. Die Christian-Albrechts-Universität verliert kein einziges Fach. Sie wird auch in Zukunft deutlich mehr Fächer haben, egal wo wir landen werden, ja, als die Universität Flensburg. Und wer Flensburg stärkt, auch das ist schon gesagt worden, schwächt nicht automatisch Kiel. Was ist das denn für eine absurde Logik? Wir haben beispielsweise der Christian-Albrechts-Universität beim Sondervermögen zur Hochschulsanierung von den über 60 Millionen Euro, die wir im Übrigen hier auch im großen Konsens beschlossen haben, fast alles gegeben. Ich habe keine einzige Stimme an irgendeiner anderen Hochschule gehört, die daraufhin behauptet hätten, dass sie dadurch geschwächt werden, dadurch, dass man in Kiel die Gebäude saniert. Das ist doch ein absurder Vorwurf, den man auch ganz, ganz stark zurückweisen muss. Und ein Punkt noch zu der Ressourcenfrage. Auch die Christian-Albrechts-Universität bekommt mehr Mittel, um das Lehramt auszugestalten. Ja, auch das ist angedeutet worden. Da geht es nämlich um die Praxisphase und die Stundenreduzierung, die es da zum Beispiel an der Hochschule gibt. Das ist ja nichts, wovon nur die Uni Flensburg profitiert. Davon profitiert auch die Christian-Albrechts-Universität. Das heißt, selbst wenn man das monetär in Ressourcen aufrechnet, profitiert auch die Christian-Albrechts-Universität. Mal ganz abgesehen davon, und Herr Günther, bei Ihnen ist das schon wirklich eine Unverschämtheit, weil Sie hier vor 2 Jahren noch der größte Pressesprecher von Ihrem ehemaligen Wissenschaftsminister waren, ja, dass diese Koalition viel mehr in die Hochschulen investiert, auch bei den Grundhaushalten, sollten Sie vielleicht auch mal zur Kenntnis nehmen, als es die Vorgängerregierung getan haben. Auch dieser Aspekt gehört zur Wahrheit dazu. Ich komme zum Schluss. Liebe Kolleginnen der Opposition, es wird der Zeitpunkt in der Lehramtsdebatte kommen, wo es nicht nur ausreicht, populistische Vertagungsanträge zu stellen oder einfach den absurden Rücktritt der Ministerin zu fordern. Ich frage mich ernsthaft, ob es Ihnen um die Sorgen der Hochschulen geht oder ob es Ihnen nur darum geht, uns als Koalition keinen Erfolg zu gönnen. Wo sind denn Ihre Konzepte zum Lehramt? Sie haben bis heute nichts vorgelegt, auch in der Rede des Kollegen Günther. Es war ein einziger Angriff an Kritikpunkten, wo wir vielleicht auch noch nachbessern wollen. Aber Sie haben keine eigenen Ideen beim Lehramt und das ist in Ihrer Rede deutlich geworden. Der,
Der Knoten fürs Lehramt ist noch längst nicht durchschlagen. Ich kann Ihnen aber jetzt hier garantieren, dass wir bis zur Sommerpause mit allen Akteuren, die eine Modernisierung des Lehramts ernsthaft wollen, auch schaffen werden. Der Arbeitsverweigerungsantrag, und ich finde es wirklich sehr enttäuschend, dass sich die Piraten da ranhängen, der Arbeitsverweigerungsantrag, den hier die Opposition geschlossen vorgelegt hat und sagt, wir wollen das gar nicht parlamentarisch beraten und selbst aber keine Alternativen vorzulegen, den können wir aus gutem Gewissen ablehnen. Wir werden im Rahmen der Anhörung zu einem guten Ergebnis kommen, da bin ich mir sicher. Und dann ist das Lehramt endlich nach Jahren der Tristesse wieder zukunftsfest aufgestellt. Vielen Dank.